dass das ein Problem sein sollte. Ja. Letzte abschleppen und einwalzen, das habe ich alles auch schon gemacht. Aber gut. Bitte, den Mann ein bisschen in den Arm nehmen und vielleicht sagen, dass also gar nicht trinkt, sondern dass man das schon auf die Reihe kriegt. Es war sehr schwer, auf die verbinden. Ne? Ja, das war klar. Ja, das kann nicht sein, da drin ist dich ja zu Hause. Hans Steißer, was macht die Ulmer mit diesem Start? Ich meine, ich habe sie wahrscheinlich vorher nicht gesehen, aber momentan, was sind die Vorzüge der Mannschaft? Von Ulmer meinen Sie? Ja, ich meine, das war als Trainer so nach Anfang von Klaus macht man nicht gerne, das sagen die gerne, okay, ich habe jetzt, ich weiß nicht, zwei Jahre das zehnte Spiel, also für mich gehört, wie es da unten sich präsentiert hat, gehört das schon zu der Favoriten, das ist ganz klar. Meiner Meinung nach ist es vor allem ein ganz kompletter Mannschaft, dass man ein oder der andere persönlich, Spieler persönlich kann, die das Spiel entscheiden kann können. Ich glaube, der das Spaß gut gemacht hat, der das wahrscheinlich noch ein paar andere so machen und der das dritte Tor gemacht hat, ist schon, das war schon klasse. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ja, gute Einladung. Ja. Dankeschön. Ja. Wann sind wir bei euch? Irgendwann. Oh. Nass. Ich hab da keinen